Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Splatoon und heute ist ein neues Update rausgekommen, das heißt der Quasto, also der Pinsel ist heute erschienen und deswegen würde ich mir sagen, schnappen wir uns den doch einfach mal direkt für den heutigen Part, der wahrscheinlich wieder etwas kürzer werden muss, weil ich wieder heute erst am Tag des Veröffentlichungsdatums dieses Parts wieder aufnehmen kann, aber ist auch egal. Oh, da ist ja der Quasto, ja, vielen Dank, bla bla. Und den Blaster SI haben wir bekommen. Das ist toll. Das interessiert mich aber gerade nicht. Eigenzielkonzentrator ist auch eine tolle Sache. Habe ich da gerade was richtig gelesen? Okay, den kaufen wir uns auf jeden Fall erstmal. Können wir auch gleich anlegen. Der ist wie gesagt für diesen Part geplant. Der soll nämlich ziemlich anders sein als die anderen Rollerwaffen. Was mich eben interessiert hat, hier haben wir tatsächlich eine zweite Waffe mit Kugelschild, die mir was bringen könnte. Kugelschild ist ja wie gesagt eine ziemlich coole Sache. Turbo Blaster wollte ich auch mal ausprobieren, aber bei denen sind eigentlich alle drei Werte ziemlich niedrig. Reichweite, Explosion und Feuerrate. Deswegen bin ich bei dem noch nicht so ganz sicher. Aber werden wir auf jeden Fall demnächst auch mal ausprobieren, weil das Kugelschild fand ich bislang eigentlich immer ziemlich cool. Und deswegen wollte ich das auch gerne eine Waffe mit haben. Finde ich sogar besser als einen Raketenschlag, aber trotzdem ist die Airbrush MG bislang mein absoluter Favorite, weil sie auch einfach overpowered ist. Aber egal, der Quasto, wie gesagt, für dieses Mal. Schauen wir gleich nochmal kurz in die anderen Läden, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Hier haben wir ja keine 3-Sterne-Sachen, außer die Profi-Wanderstiefel, die wir bereits besitzen. Haben wir hier irgendwelche 3-Sterne-Sachen? Hier haben wir die nachtblaue Schleppweste. Weste, natürlich. Von mir aus können wir die mal kaufen und auch für diesen Part gleich mal anlegen. Und was haben wir für Hüte? Da ist auch nur 3 Sterne wie immer dabei. Und das ist die Gasmaske, die wir bereits aufhaben. Dann müssen wir uns also Hut und ja, Stiefel müssen wir ein bisschen improvisieren, wie es aussieht. Schuhe. Welche hatten wir denn noch nicht an? Wir hatten die, glaube ich, noch nicht an, ne? Die Profi-Wanderstiefel habe ich schon ziemlich hoch trainiert. Die hatten wir noch nicht an, die roten Arbeitsstiefel. Also schnappen wir uns die. Und ich glaube, habe ich das noch richtig im Kopf, dass ich mir sogar eine Kopfbedeckung noch bestellt hatte? Wir können ja bei dem auch täglich eine Ware abholen. Die kostet aber normalerweise 15.000. Das Geld haben wir gerade nicht zusammen. Das wäre ziemlich ärgerlich. Bla bla bla. Was hast du schön? Nee, ein Retro Sweatshirt. Das kostet sogar 30.000. Das kriegen wir momentan definitiv nicht zusammen. Muss ich mal so wann anders holen? Ja, ja, ja. Nur heute. Leck mich am Arsch. Ich werde das Geld schon irgendwie zusammenkriegen. Und wenn nicht, dann hole ich mir die halt irgendwie anders. Gut. Dann müssen wir wohl den Rugby-Helm nehmen, wenn wir bei 3-Sterne-Waffen erstmal bleiben wollen. Oder 3-Sterne-Kleidung. So. Und dann schauen wir uns mit dieser Kombination einfach mal den Quasto an, was der so drauf hat. Der soll, wie gesagt, ziemlich unterschiedlich zu den bisherigen erschienenen Waffen sein. Also was wirklich Neues und da bin ich echt gespannt. Der Quasto sieht auch ziemlich ähnlich aus wie die Waffe, die, Mario Morgana heißt er, glaube ich. Also der Bösewicht aus Super Mario Sunshine hatte. Ein Spiel, was wir demnächst auch noch irgendwann let's playen werden. Ich denke mal, auch das ist eigentlich so Juli, August ist eigentlich ein ziemlich guter Zeitpunkt, wo man sich sowas mal vornehmen könnte. War auf jeden Fall so geplant von mir, dass wenn dann jetzt so die ganzen Let's Plays, die momentan laufen, auslaufen, also Super Mario Bros. Edition von Puzzle & Dragon Z, Puzzle & Dragon Z natürlich auch, Codename Steam, und der Singleplayer-Modus von Splatoon, dann kommt halt, okay, jetzt muss ich erstmal gucken, hier kann ich, oh, okay. Okay, der ist wirklich interessant. Finde ich echt interessant, muss ich sagen. Oh fuck, da oben ist er da drauf. Scheiße. Ach, mit Noah habe ich nicht gerechnet. Die haben auch wieder alle die Airbrush MG. Man muss sagen, so cool die Waffe auch ist, macht es mittlerweile echt wieder keinen Spaß mehr mit ihr zu spielen, weil sie einfach overused ist. Das mag ich immer nicht. Wenn irgendwelche Sachen overused sind, dann nehme ich die immer sehr, sehr ungern. Und fürs Let's Play nehme ich mir natürlich eh andere Waffen. Oh Gott. Also einen Nachteil hat das Ding, was wir gerade haben, auf jeden Fall. Das ist die Reichweite. Die ist nämlich null. Also da haben selbst die normalen Roller eine bessere Reichweite. Die Gegner machen uns komplett fertig. Wir haben gar nichts. Die Gegner stehen bei uns vor der Basis. Kann ja nicht mit deren Ernst sein. Okay, das Problem von dem Ding. Ja, gut, wir rollen hier erstmal komplett durch. Wir sind mit dem Ding ja verdammt schnell. Aber es bringt uns nichts. Ah, die Gegner haben uns so krass unter Kontrolle. Man muss nur auf die Map gucken. Ich würde sagen, das wird so eine Runde, die 90% zu 2% oder so ausgeht.
Mann, 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 Mann. Beeilung, schnell durch hier. Und dann färben, wie es nur geht. Okay. Rakete los. Ja, einmal habe ich ihn mitgenommen, auch wenn das wieder krass verzögert kam. Also eigentlich hätte ich den gar nicht töten dürfen oder er mich nicht. Keine Ahnung, was bei wem die Verbindung jetzt schlecht war. Aber auf jeden Fall hätten wir nicht beide sterben dürfen. Okay. Also an sich finde ich die Waffenidee ganz cool, aber sie ist halt doch sehr, sehr schwach. Also die ist unglaublich schwach, die Waffe. Aber die Idee ist cool. Also man kann theoretisch, man könnte theoretisch mit der Waffe was anfangen können, wenn sie nicht so krass schwach wäre. Ach, und die ist noch nicht mal, oh Gott. Okay, die ist wirklich sehr, 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 sehr schwach. Die ist ja noch nicht mal wie ein Roller, dass wenn man gegen den Gegner gegenfährt, dass man die dann damit einfärbt oder so. Das ist ja noch nicht mal so. Oh Gott, guckt euch die Map an. Das ist so dominant. Das ist unfassbar. Die haben mehr als doppelt so viel eingefärbt wie wir. Das ist ja echt unfassbar krass. Und das, obwohl wir zwei Leute mit über 750 Punkten haben, haben wir trotzdem verloren. Und zwar so eindeutig. Aber da sieht man mal wieder, wie krass die Schnellfeuerwaffen in diesem Spiel einfach sind. Da hast du mit einer Sniper und mit einem Roller einfach keine Chance mitzuhalten. Ein Roller und ein Sniper sind in diesem Spiel, zumindest in diesem Spielmodus, sowas von übertrieben schlecht. Also, wenn du einigermaßen mit einer Schnellfeuerwaffe umgehen kannst, dann kannst du damit einfach mal dreimal so viele Punkte sammeln wie mit jedem Roller und mit jedem Snipergewehr zusammen. Da haben sie echt teilweise, zumindest für diesen Spielmodus, wie gesagt, das wird sicherlich im Laufe des der nächsten Updates noch Spielmodi geben. Oh, da haben wir noch einen mit dem Pinsel. Toll. Zweimal die schlechte Waffe. Na, so schlecht ist sie nicht, aber. Die Schnellfeuerwaffen sind halt einfach so stark, dass halt alles andere erstmal schlecht wirkt, finde ich. Oh, ich dachte, der Wagen steht dann einen kleinen Moment länger vor, dass da eh keiner rüberkommt. Die Gegner machen schon wieder so krass platt, wenn ich auf die Karte gucke. Die wird schon wieder so weit zurückgedrängt wie eben. Was wollte ich sagen? Ach ja, zumindest was es diesen. Es gibt ja zum Release, gab es ja tatsächlich nur diesen einen Spielmodus. Und bis auf den Ranked-Modus ist halt auch noch nichts dazugekommen. Und dann hat man halt einfach für diesen einen Modus, hat man echt nicht gut gebalanced, die Waffen. Muss man leider auch mal als Kritik sagen. So gut ich das Spiel auch finde, in Sachen Balancing haben die hier echt keine so mega gute Glanzleistung hingelegt. Alter, wie die uns zurückdrängen! Wie die einfach weiter einfärben und gleichzeitig alle drei Zugangsgebiete hier blockieren. Wir können einfach in keine Richtung hier runter. Ihr könnt die Map leider nicht sehen, aber das ist so eindeutig dominant. Das ist unfassbar. Hier, guck mal, die sind bis hierhin und die ist wirklich in der anderen Richtung des Gegners. Es ist kein einziger Mini-Fleck blau. Das ist alles von vorne bis hinten nur in derer Farbe. Das werden, glaube ich, der Part der eindeutigsten Niederlagen, die ich jemals hatte. Also man kann mit dem Ding relativ schnell großflächig färben. Das muss man lassen. Oh, und da kriegt ihr auch noch in der Millisekunde ein Schutzschild. Das läuft echt gerade gar nicht. Es läuft halt wirklich in 0,0,0000000, ja, 30 Kommastellen, so heißt das heutzutage. Prozentigen Fall.
Haben wir hier auch nur ansatzweise eine Chance? Mann, 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 Mann. Alter, wie kann er nur so krass einen unter Druck setzen? Guckt euch an, wie dominant die sind. Lass mich da doch durch. Ich will doch zumindest in den letzten Sekunden noch ein bisschen was färben. Oh Mann, die haben selbst unseren Spawn eingefärbt. Das ist unfassbar. Wir haben zum Glück ganz am Ende sind wir noch ein paar Zentimeter nach vorne gekommen. Aber ganz ehrlich, das war noch eindeutiger. Mann, warum kriege ich hier nur Scheiß-Teams? Ich bin der Zweitbeste in unserem Team und das trotz der Scheißwaffe. Das ist ein Level 20er und der 200 Punkte mit dem Pinsel. Der kann ja nur schlecht sein, wenn der Level 20er mit dem nur 200 Punkte hat. Mann! Es gibt halt bislang echt keine Waffe, die an den Mini-Kleckser oder den Junior-Kleckser, wie auch immer heißt, und die Airbrush MG rankommt. Es gibt halt keine einzige Waffe, die auch nur ansatzweise so viele Punkte machen kann. Deswegen sieht man diese beiden Waffen ja auch bei jedem Gegner. So gut das Spiel auch ist, Balancing haben sie halt leider nicht drauf. Da muss man, glaube ich, tatsächlich ein bisschen auf Splatoon 2 hoffen. Zumindest haben wir jetzt eben zwei Runden lang die neue Map gesehen. Die halt echt nicht so mega speziell ist. Das einzige Spezielle, was es an der Map gibt... Oh, jetzt haben die Gegner zwei Pinsel. Das könnte unsere Chance sein. Das einzige Spezielle, was an der neuen Map dran ist... Oh Gott, wir müssen hier nicht zu dritt ins Spawngebiet färben, Leute. Das einzige, was speziell an der neuen Map ist, sind da diese Fahrzeuge. Die Gabelstapler, die da von A nach B fahren. Aber mehr ist da leider echt nicht dran, besonders, weil der Rest... Die Map ist jetzt saulinear. Also, meine Fresse. Also gut, dass wir diesen Quasto-Part gleich so früh haben. Das bedeutet nämlich glücklicherweise auch, dass ich damit später nichts mehr zu tun haben werde. Also man kann damit halt schön großflächig gleich einfärben. Aber man hat da halt, sobald ein Gegner kommt, ist man halt sofort am Arsch. Wenn er nicht auch zufälligerweise ein Quasto hat. Und es gibt halt noch tatsächlich andere Waffen, mit denen man noch besser färben kann. Also noch nicht mal diesen einen Vorteil, den diese Waffe hat, bringt ihr wirklich einen Vorteil. Aber immerhin läuft die Runde tatsächlich gar nicht mal so beschissen. Da schießt ja ausgerechnet in der Sekunde das Ding los. Aber immerhin habe ich Ibro mitgenommen. Und obwohl wir da hinten so krass viel gefärbt haben, sind die Gegner trotzdem dominant. Das ist unfassbar. Obwohl ich über 1000 Punkte mit dem Scheißpinsel habe, gewinnen die Gegner trotzdem. Und das, obwohl sie zwei Pinsel haben. Das ist echt ein absoluter Pechpart für mich. Ist egal, in welchem Team ich bin. Wir sind immer das krass Unterlegene. So. So. Oh, wir könnten das tatsächlich gewinnen. Wir haben das sogar gewonnen. Wow. Okay, und ich glaube, ich weiß, wer da maßgeblich dran beteiligt war. Ich habe da so ein kleines Gefühl anhand der Punkte, wer an diesem Sieg maßgeblich beteiligt sein konnte.
Schauen wir uns mal die Punkte an. Also da an unserer Kill-Death-Statistik 2-1 sieht man, wann diese Waffe ihre Stärke bekommt. Und zwar genau in dem Moment, in dem man auf keine Gegner trifft. Wenn man es irgendwie schaffen kann, in einem Match zu verhindern, dass man auf Gegner trifft und gleichzeitig eine Map hat, die relativ großzügige Flächen hat, wie zum Beispiel der Skatepark oder die Dekabahnstation, da kann ich mir echt vorstellen, dass dann die Waffe tatsächlich was bringen kann, aber nur dann. Und wie gesagt, die Airbrush-MG oder der Mini-Kleckser, die können halt auch großflächig einfärben, sind aber gleichzeitig noch im Kämpfen sinnvoll. Deshalb, der Pinsel kann was, aber das, was er kann, können andere Waffen besser, meiner Meinung nach. Und ich glaube, wir hätten auch nur das Glück, auf so wenig Kämpfe zu stoßen, weil der Gegner halt auch zwei Pinsel im Team hatte und die halt ebenfalls nicht auf Kämpfe stoßen wollten. Und ich somit nur das halbe Team gegen mich gehabt habe. Okay, färben wir mal so viel wie möglich hier am Anfang schon ein. Dann schießen wir da einen hin. Wunderbar. Also die Gatte ist jetzt nicht die schlechteste Waffe. Aber wie bei fast jeder Waffe die Vorteile, die diese Waffe hat, die haben andere Waffen halt noch stärker. Hilfe! Warum sterbe ich nicht? Ist mir egal. Immerhin habe ich die Rakete doch losgeschickt. Meine Fresse. Okay. Dann nehmen wir diesmal den Weg hier. Hallo? So. Verarschen ich mich da gerne hoch. So, sehr schön. Ah, die hat einfach keine Reichweite. Scheiße. Ja, die Gegner haben uns wieder unter Druck gesetzt. Wir müssen es halt irgendwie schaffen, einmal schnell an denen vorbeizukommen, ohne von denen instant gekillt zu werden. Aber die stehen schon da vorne. Sie stehen quasi schon vor unserer Basis. Okay. Den hätten wir erwischt. Versuchen wir immerhin noch so viel wie möglich zurückzubekommen. Anstrengen, konzentrieren, deswegen nicht so viel erzählen. Feuer frei! Jawohl. Das könnte sogar nochmal knapp geworden sein, aber die Gegner schießen in letzter Sekunde nochmal eine Rakete los und die könnte tatsächlich das Match gedreht haben. Unten links ist in letzter Sekunde noch eine gegnerische Rakete eingeschlagen und... Wow, ist jetzt nicht gedreht. Wir haben es doch geschafft. Wow, okay. Puh. Ja, ich würde sagen, das war der Quastenpart. Haben wir die letzten beiden Runden doch nochmal zumindest auf dieser Strecke ein bisschen was reißen können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Oh, wir haben sogar zwei neue Effekte. Warum der Schuh keine gekriegt hat, ist mir schleierhaft, aber egal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.